Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Ja, wir sind jetzt dabei, ein Prison Break zu machen. Und es sieht schon sehr geil aus. Sieht schon sehr gut aus. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Mörser. Da ist der Gefangene. Da ist ein Sniper. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Da ist ein Sniper. Scharfschütze im Turm. Ich glaube, die sind immer alleine. Hier sind Lichtpaneele. Wir können auch in der Nacht angreifen. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Aber da müssen wir eben noch sehr lange warten. Unidad Heli, unten bleiben. Sehe ein Luftabwehrsystem. Feind gesichtet. Na? Da. Ja. Feind markiert. Ich habe hier ein paar Suchscheinwerfer. Sind da keine drin? Nee, anscheinend nicht. Da ist noch einer. Hier sind ein paar Lichtpaneele. Scharfschütze im Turm. Da ist einer. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Da hinten ist einer. Ich sehe einen Generator. Okay, links müssen noch welche sein. Da unten. Ich würde sagen, wir Unidad Heli, unten bleiben. Scharfschütze im Turm. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Ich würde sagen, wir schalten erstmal die ganzen Scharfschützen aus. Und tasten uns dann, also den müssen wir auf jeden Fall auch ausschalten. Okay, das, ich zähle 15. 15. Da sind bestimmt noch mehr. Gut, dann legen wir uns mal hin. Wir legen uns mal hin, danke. Da sind zwei, da ist einer. Da sind auch zwei. 400 Meter. Warte, der ist genauso weit entfernt. Du willst mich doch verarschen. Fuego enemigo! Abajo, abajo, todos pecho a tierra! Enemigos en posición vulnerable. Mantengan su posición para abrir fuego. Das hat halt genau diese. An sich so ein Sniper, also so ein. Ich bleib mal hier, bis sich die. Bisschen beruhigen. An sich so ein. So eine Patrone von einem Scharfschützengewehr, die würde durch so eine. So ein Geländer durchgehen. Also. Und wenn nicht. Also, durchgehen vielleicht, wenn es stark genug ist, aber auf jeden Fall abprallen und es würde auf jeden Fall den töten. Also sehr sicher. Ja, und jetzt, okay, also durch die geht's durch. Aber okay. Okay, also so muss ich dann zählen. 200. Pff.
460. Das war zu weit um. Alles okay, alles okay. Was mich gerade wundert, ist, dass die keine Alarmanlage haben. Was ist das denn für ein Gefängnis? Naja, Hauptsache ist, sie hatten keinen Bock zu suchen. Steht ihr außen oder innen? Nee, den kann ich nicht treffen. Nice. Jetzt habe ich es wieder raus. Gut. Erster Versuch, würde ich sagen. Gut, dann nochmal Drohne. Drohne fliegt. Da ist ein Tango inmitten von Zivilisten. Ich sehe 10. Markiere Feind. Okay, jetzt wird es langsam Nacht. Oder es war erstmal Abend, was sehr gut für uns ist. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Aber Sniper ist jetzt. Sind jetzt alle weg, oder? Haben wir den? Weiß ich jetzt gar nicht. Haben wir den da ganz hinten? Der sieht ein bisschen komisch aus, ne? Naja. Gut. Kann ich ungestraft den töten? Ja. Das war ein bisschen zu tief. Das war ein bisschen zu weit vorgezielt. Geh ruhig in zum Mörser.
die zum Mörser? Ich glaube nicht. Die sind jetzt auf jeden Fall ein bisschen gewarnt. Eigentlich hier das auch durchschneiden? Nee. Das geht erst beim nächsten. Beim Breakpoint. Ja, da weiß ich immer noch nicht, ob ich Breakpoint spielen werde. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Bis. Alles gut, alles gut. Bis die. Ja, das Spiel. Spielbar machen, sag ich mal. Also jetzt haben sie auf jeden Fall, also jetzt, also vor ein paar Monaten, so ein, zwei Monaten, glaube ich, haben die endlich... Bowman, wir sind in der Provinz Libertad. Was haben Sie für uns? In Libertad holt sich Santa Blanca die Grundstoffe, um Coca-Paste in Kokain umzuwandeln. Gleich. Das ist ein komplizierter Prozess, der besondere Kenntnisse und ein paar ziemlich üble Chemikalien benötigt. Wir haben nur wenige Infos. Der örtliche Buchon ist sehr unauffällig. Wir denken, dass er ein Top-Chemiker des Kartells ist. Ich würde also sehr gerne rausfinden, was er weiß. Also gehen Sie da raus und sehen Sie, was Sie finden können. Verstanden. Wir sind dran. Okay. Die haben jetzt vor kurzem endlich geändert, dass man in der Höhle der Rebellen nicht mehr die ganzen anderen Ghost-Spieler sieht, was richtig gut ist. Ich habe keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Das ist einfach nur dämlich. Ja, ich finde es sehr gut, dass sie das jetzt geändert haben. Also bin mal gespannt, ob sie ja, das noch weiter ändern. Also wie gesagt, bis wir mit Wildlands fertig sind, wird wahrscheinlich noch einiges passieren. Wir sind jetzt bei 10. Markiere einen Hauptmann. Feuer! Ein Unidad-Vogel, aufpassen! Danke. Vorsicht! Boah, jetzt ernsthaft? Da rückt Verstärkung für die an! Granate kommt! Kommandiere da, Culeros! Wer sucht denn da am falschen Ort? Schieße! Eli, runter, runter! Die wissen von uns. Boah, wie kacke ist das denn jetzt gerade? Scharfschütze zielt auf uns. Die Unidad-Typen stehen auf Schießereien. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Oh.
Das ist einfach gerade richtig, richtig geil. Wollte ich schon immer haben. Suche Deckung, los! Ja. Leute, das ist ja mal richtig kacke. Wo warst du so lange? Er ist tot. Ya están por llegar los refuerzos. Eliminen a esa gente de inmediato. So, da ist der Scharfschütze. Na gut. Es läuft gut, alles gut, alles gut. Hab einen Unidad-Soldat, dicht beim Parkplatz. El enemigo ha retrocedido. Todas las unidades regresen a su patrullaje normal. Wir haben jemanden wachgerüttelt. El enemigo se ha retirado. Tja, dann greifen wir anscheinend wirklich bei Nacht an. Okay, es ist alles gut. Scharfschütze im Turm. Jetzt, wie wir reinkommen. Hey, ich sehe zwei Schützen beim Nahrungscontainer. Vielleicht ist hier irgendwo irgendwas. Um reinzukommen. Also hier gibt es auf jeden Fall keinen Stacheldraht, was nice ist. Ah, da vorne geht's dann mal. Die Drohne ist oben. So, da ist noch einer. Das sind 20. Die anderen schlafen wahrscheinlich in den Zelten.
Ja, wie mache ich das dann? Oh. Wie mache ich das jetzt auf? Tür eintreten. Also ich könnte ich das doch einfach aufmachen. Willst du mich verarschen? Wie bist du da? Ah, oh, da ist eine Tür. Okay. Hey, ein Unidad-Soldat beim Parkplatz. Wow. Die sind ja halt einfach reingegangen. Sehr gut. Klettern? Wieso sollte ich da hochklettern? So, gut, gut, gut. Also da ist schon wieder so eine Tür. Und wo ist die kleine Tür? Sehe zwei Soldaten. Sieh dir den Parkplatz an. Da bin ich. Und da sind die beiden, okay. Gut. Dann gehen wir mal da rein. Da links kommt jetzt einer. Okay, das hat schon mal geklappt. Das hat schon mal geklappt und jetzt hoffe ich, dass wir da reinkommen. Ah, die hat geschimmert, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Jetzt muss ich warten, bis der weg ist. Sie sehen ein bisschen nervös aus. Fuck, greife an. Ja, weil jetzt alle das wissen, ne? Das war gut.
Sauber. Seid ihr okay? Bei mir sammeln. Verstanden. In Bewegung. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Auf den Boden, Hubschrauber. Das müsste er sein. Mal sehen, was er weiß. Also ist der Einzige? A todas las unidades, comiencen el ataque. Ja, ist der Einzige. Okay. Oh, mierda, terminé aquí. Na dann. ¿Qué carajo, pues? Was zum Teufel geht hier vor? No hay ningún contacto en la última posición conocida del enemigo. Comenzando búsqueda ahora. A esta gente no le importa nada ya. Abre esa puerta y Dios se lo pagará. ¿Qué carajo? ¿Wer zur Hölle seid ihr? Wir sind deine Chance, die Wichser aufzuhalten. Ich suche General Baro. Mierda. Ich war mal im Stab von dem Pendejo. Er war sogar bei meinem Geburtstag, aber jetzt ist er ein Schwanzlutscher. Wo finden wir ihn? No sé. Kein Plan, wo er ist. Er hat eine Tochter. Mehr Familie hat der Viejo nicht mehr. Sie ist Regierungsbeamte in irgend so einem Café in Flor de Oro. Wie war denn nochmal ihr Name? Ah, Erendira. Erendira Buendia. Mit ihr kommt ihr General Baro ran. Gracias. Viel Glück. Viel Glück. Bowman. Ein Ex-Unidad-Hauptmann sagte, General Baro hätte eine Tochter namens Erendira Buendia. Sie lebt in einem Dorf in Flor de Oro und steht im Staatsdienst. Ich habe die ISA darauf angesetzt. Schnappen Sie sich die Tochter. Mit ihr zwingen wir General Baro, sich mit uns zu treffen. Sie ist Zivilistin, Bowman. Wir haben ihr Handy. Ich sende Ihnen die Daten, damit Sie sie selbst tracken können. Schnappen Sie sie und dann Ihren Vater, den General. Verstanden. Ich mach mal alle auf. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Bowman versteht wohl nicht, was uns ausmacht, wenn sie verlangt, eine unschuldige Frau als Druckmittel einzusetzen. Ja, ein Führungsoffizier, der glaubt, wir machen nur die Drecksarbeit. Damit das klar ist, solange sie keinen von uns töten will, tun wir der Frau nichts. Ist klar. Das finde ich aber gut, dass das Ziel da noch was sagt. So. Dann holen wir uns den Orden. Und dann verziehen wir uns. Hier ist ein Kartellorden. Der Verlust wird einem armen Strolch das Herz brechen. Und da ist noch eine Kingslayer-Datei. Wahrscheinlich oben. Geht's hoch? Ja. Ah, hier ist die. Nee. Entschuldigung. Da. Immer auf dem Boden. Das Origami. Mhm. Die machen jetzt Origami, die Mafia. Okay. Ja, das Organigramm. Was ist das? Der Unidad mit General Baro an der Spitze. Die Unidad wurde gegründet, um Santa Blanca in Schach zu halten. Als das Kartell seinen Fuß auf bolivianischen Boden setzte. Punkt. General Baro wurde gezwungen, einen Deal mit El Sueño einzugehen, nachdem eine Welle von Kartellmorden das Land erschüttert hatten. Die Unidad lässt Santa Blanca gewähren, solange kein Blut vergossen und das Kokain nicht im Land verkauft wird. Ja, stattdessen vergießt sie jetzt das ganze Blut. Wellblade. So. Aussprachenpunkt, seine Tochter. Gut, das werden wir das nächste Mal machen. Seine Tochter besuchen.
Genau. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nächstes Mal werden wir hier ausbrechen und weitergehen. Weil ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt Schluss mache. Aber eine Folge kann ich dann noch machen. Gut, bis dann. Macht's gut, bye bye.